Oftmals werden europäische Entscheidungen als kompliziert und weit, weit weg empfunden. Jetzt sorgt in Köln ausgerechnet die EU dafür, dass ein ganzer Stadtteil umgekrempelt wird. Millioneninvestitionen, die direkt dazu beitragen sollen, das Leben in Köln-Mühlenheim zu verbessern. Aber nicht alle Menschen sind mit der Umsetzung dieses Förderprogramms zufrieden. Bastian Kaiser hat mit den Verantwortlichen und den Kritikern gesprochen. Ein Stadtteil in Bewegung. Mühlheim auf der rechten Kölner Rheinseite. Seit 2009 wird hier vieles verändert. Nicht nur auf der Frankfurter Straße im Zentrum des Stadtteils. Ihre Sanierung nur eines von insgesamt 40 Projekten. Mühlheim 2020 heißt das Programm, in das schon gut 30 Millionen Euro investiert wurden. Gelder vom Bund, dem Land NRW und der Stadt Köln. Deren Projektleiter Hans Oster kann aber vor allem auf Mittel der EU zurückgreifen. Sie zahlt 50%. Auch für dieses Projekt direkt am Rhein. Wir befinden uns hier in einem Grünzug, den wir gerade bauen. Der wird im Sommer fertig werden. Die anderen städtebaulichen Projekte werden wir im März und April beenden. Das heißt, die Frankfurter Straße ist ausgebaut, die Geschäftsstraßen sind ausgebaut, sind hervorragend hergerichtet. Die Projekte im Bildungsbereich werden bis zum Herbst laufen, auch die im Bereich Wirtschaft, die wir angestrebt haben. Also wie gesagt, alles, was wir an den Start bringen konnten, haben wir bei Mühlheim 20 am Start und arbeiten da auch sehr erfolgreich und werden sogar punkt- und zielgenau mit den Bauprojekten fertig. Dadurch soll sich die Lebensqualität in Mühlheim schnell verbessern. Bisher hinkt der Stadtteil zum Beispiel in Sachen Infrastruktur und Arbeitslosigkeit hinterher, liegt mit 17% deutlich über dem Stadtschnitt. Aber in Mühlheim sind nicht alle vom Förderpaket überzeugt. Hier sollte ein Zufluchtsort für Obdachlose geschaffen werden, doch Fördergelder wurden nicht gezahlt. Das kritisiert Rainer Kippe von den Kölner Grünen. Hier werden einfach mal locker 10 Millionen an die EU zurückgeschickt und nicht ausgenutzt. Das finden wir einfach skandalös. Und die verantwortlichen Politiker und Beamten, die attestieren sich jetzt schon gegenseitig, dass es ein erfolgreiches Programm war. Da wird ganz gezielt von unfähigen Beamten und Politikern wird die Schuld auf die EU weitergeleitet und die EU-Verdrossenheit gefördert. Das Gegenteil von dem, was die immer erzählen. Hier ruht das Projekt. Förderauflagen wurden nicht erfüllt, so 2020-Chef Oster. Vorwürfe weist er zurück. Das ist Unfug, weil wir versuchen diesen Kritikern, das sind ganz wenige, die sich immer auf diese Geldmittel kaprizieren, versuchen wir die Systematik seit 3 Jahren zu erklären. Wir bekommen jedes Einzelprojekt gefördert und wir bekommen das Geld erst dann, wenn wir es ausgegeben haben und mit dem Fördermittelgeber abgerechnet haben. Es gibt keinen Topf von 40 Millionen. Allerdings, EU, Bund und Land stellen die Förderung Ende 2014 ein. Noch sind aber nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Jetzt heißt es Endspurt, um die vollen Fördergelder zu bekommen. Von den städtebaulichen Projekten können sich alle ein Bild machen. Die sind pünktlich fertig. Die Ziele des Bildungsprojekte werden wir auch erreichen. In der lokalen Ökonomie, Vermittlung in Arbeit haben wir große Erfolge. Also ich sehe überhaupt keine Gefahr oder Bedenken, diese Fördermittelgeber dann auch in der Höhe unserer Ausgaben abzurufen. Bis zum Ende dieses Jahres müssen dafür aber auch die Bagger am Rheinufer verschwunden sein. Für ein schöneres Mühlheim bis 2020 und darüber hinaus.